Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Schlag den Star. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel, Spiel Nummer 13, und das heißt, stimmt's? Die Spieler werden mit einer Behauptung konfrontiert. Sie müssen innerhalb von 5 Sekunden entscheiden, ob sie stimmt. Wer zuerst 4 falsche Antworten gegeben hat, verliert das Spiel. So ist es. Los geht's. Das Spielchen kennt ihr. Das war so Gold wert, das war das Ding gewonnen. Aber jetzt Konzentration auf Spiel Nummer 3. 5 Sekunden, ja, sie stimmt, oder nein, sie stimmt nicht. Wer zuerst 4 falsche Antworten gegeben hat, verliert das Spiel. Zeigt, was ihr könnt. Wir starten. Jetzt wird es spannend. Bananenrepubliken gibt es nur auf tropischen Inseln. Die richtige Antwort lautet, stimmt nicht. Die Bananenrepublik heißt so, weil dort Korruption vorherrscht. Aber hallo, das war gut. Na also. Das war wichtig, dieser Sieg. Wenn wir jetzt das Ding... Wir haben jetzt gleich ein wenn wir das Ding gewinnen, steht Yvonne richtig unter Zugzwang, weil da muss sie nämlich beide Spiele gewinnen. Immer schön entspannt bleiben. Wollt ihr weitermachen? Los ja, geht's. Bitte. Der Punkt hinter einer Note bedeutet, dass die Note doppelt so lang gespielt werden muss. Ich glaube ja. Dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Stimmt nicht. Ein Punkt hinter einer Note bedeutet, dass sie um die Hälfte. Ach, die Hälfte, ja, ich habe Musik unterrichtet. Jeder macht mal einen Fehler. Beide falsch. Okay. Das ist aber nicht weiter tragisch. Solange Yvonne fleißig falsch liegt, ist mir das jetzt nicht egal. Kommen wir zur nächsten Frage. Die meisten Asiaten vertragen keine Kuhmilch. Korrekt ist? Stimmt. Das ist korrekt. Ja, den ziehen wir nämlich nicht. Puh, geschafft. Jetzt brauchen wir noch ein Ding. Im Moment kriegen wir sogar diese Folge das Finale rein. Hier muss man sich ein bisschen in der Welt auskennen. Achtung, es geht weiter. VIP ermöglicht es dem Handynutzer, große Dateien runterzuladen. Die gültige Antwort lautet wie folgt. Stimmt nicht. VIP ermöglicht es Handynutzern, auf das World Wide Web zuzugreifen. Da hattet ihr beide recht. Ach, schade. Ich hatte gehofft, dass sie ein bisschen, dass sie da falsch liegt. Diese Kontrahenten geben heute wirklich alles. Ganz schön spannend. Interessant. Mit dieser Frage geht's jetzt weiter. Der Portwein kommt eigentlich aus Nordportugal. Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Stimmt. Ihr liegt leider beide. Ja, falsch. Wir haben gewonnen. Yes! Yeah. So. Dieses Spiel ging an Philipp. Das war so wichtig. Jetzt haben wir nämlich 3 Spiele hintereinander gewonnen sogar. Die stehen auf einmal wieder vorne. Es sah eigentlich mal nach einer Niederlage aus. Aber jetzt sieht's wieder gut aus. Wir hätten nämlich Jackpoint. Wir hatten nämlich das finale Spiel. Matchball-Spiel. Spiel Nummer 14. Das sehen wir uns auch noch an. Ja komm, jetzt wollen wir Feierabend, wenn wir das Ding gewinnen. Nächstes Spiel. Wenn einer 1 und einer 6 würfelt, muss der eine fangen und der andere wegziehen. Hätte man erfolgreich weggezogen oder gefangen, bekommt man einen Punkt. Zieht oder fängt ihn bei der falschen Würfelzahl, bekommt der Gegner einen Punkt. Wer das 9 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Nach jeweils 2 Punkten wird die Position gewechselt. Habe ich jetzt das Ding irgendwie noch? Moment, ich muss mal gerade kurz was wechseln. Ich hoffe, ich habe das Ding noch richtig. Ich hab's nämlich auch hier. Das ist das Gute. So. Die Regeln des Spiels sind leicht zu verstehen, denke ich. Sie lauten, wenn eine 1 oder eine 6 gewürfelt wird, muss einer fangen und der andere wegziehen. Hat man erfolgreich weggezogen oder gefangen, bekommt man einen Punkt. Zieht oder fängt man bei der falschen Würfelzahl, bekommt der Gegner einen Punkt. Wer zuerst 9 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Nach jeweils 2 Punkten wird die Position gewechselt. Zeigt, das, was ihr könnt. Das schon erklärt haben, liebe Leute. Das könnte das letzte... Oh, Elton war gerade kurz im Tisch. Sowas kann ich echt gut. Geschwindigkeit ist hier alles. Hä? Was will der denn? Wichtig also, ist, jetzt, nicht beim falschen Wurf zu reagieren. Mal sehen, wie du das jetzt machst. Ich glaube, ich muss echt was drücken. Geschwindigkeit ist hier alles.
Nach zwei Spielzügen ja, wird jeweils gewechselt. Aber es wäre nicht tragisch. Mal eine an, das hätte jetzt auch anders sein können. Wie will mein Spiel gerade? Die Spieler gar nicht reagieren gerade. Breit. Hier braucht man blitzschnelle Reflexe. Über einer 6 oder 1 dürft ihr fangen. Hier suchen wir den Meisterfänger. Und das Publikum geht wieder richtig mit. Sieht interessant aus. Ah, der sagt mir gerade was für die Steuerung. Wie gerade darfst du ran. Jawohl. Ja, sie muss halt wirklich so viele Fehler machen, damit ich das Ding verliere. Aber es ist, wie gesagt, die hätten kein Problem. Wir hätten ein Matchball-Spiel. Na ja. Endlich. Zeig ist mal, nicht was tragisch. Du drauf hast. Ist nicht tragisch, liebe Leute. Aha, sehr interessant, was da los ist. Sieht interessant aus. Also, das Ding verkacken wir gerade richtig, weil normalerweise richtig ist, ich hab nicht verständlich, der berührt sich ja gar nicht wegen der Steuerung. Nach zwei Spielzügen wird jeweils gewechselt. Puh, geschafft. Zeig, was du kannst. Mann, oh Mann, oh Mann. Geschwindigkeit ist hier alles. Wichtig ist, nicht beim falschen Wurf zu reagieren. Hier suchen wir den Meisterfänger. 2, 7, 4, 9, 8. Sieh mal eine an, das hätte jetzt auch anders sein können. Ja, das Grenze. So muss aber das wie will er bei mir gerade gar nicht reagieren? Ich weiß nicht, wie es... Keine Ahnung. Na, man kann da jetzt auch eine Wissenschaft draus machen. Hat sie gewonnen. Glückwunsch. Scheiße. Hier suchen wir den Meister. Wir müssen es also tatsächlich mit dem letzten Spiel richten. Wow, das war ein beeindruckender Sieg. Gewonnen. Ja. Aber ist nicht weiter tragisch. Mal sehen, wie sich das jetzt in der Gesamtwertung macht. Es fehlt nur ein fucking Punkt. Ja, entweder gewinnen wir das Ding oder es gibt, so. Es gibt ein Finalespiel. Ja, wir haben noch Zeit. Spiel 15. Sonst ein bisschen früh. Wann war das, liebe Leute? Okay, die Spieler müssen die Jahreszahl von einem bestimmten Ereignis nennen, das dem gefragt wird. In der Mitte sieht man einen Balken, der sich nach links und nach rechts ausweitet. Damit steckt die Toleranz für die Antwort. Sobald entsprechend das Feld markiert ist, darf die Antwort um den jeweiligen Wert abweichen und gilt noch immer als korrekt. Okay, jetzt wird er wieder. Jetzt wird er wieder ein Joy-Con. Doch bevor ihr überhaupt gespielt werden kann, müssen zumindest die Regeln geklärt werden. Ihr müsst die Jahreszahl von einem bestimmten Ereignis nennen. Ihr bekommt eine Frage gestellt. In der Mitte seht ihr einen Balken, welcher sich nach links und rechts ausweitet. Damit steigt die Toleranz für eure Antwort. Sobald ein entsprechendes Feld markiert ist, darf eure Antwort um den jeweiligen Wert abweichen und gilt immer noch als korrekt. Ist die gegebene Antwort falsch, dann bekommt euer Gegner einen Punkt. Wer zuerst 6 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Fertig? Los! Mit dieser Frage fangen wir an. Let's go. Alles oder nichts. Der Hobbit, die Schlacht der 5 Heere, zeigt das große Finale der Hobbit-Trilogie auf der Kinoleinwand. Boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann das war. Ich tippe einfach mal 2008. Scheiße. Nee, falsch. Oh nein! Shit. Manchmal macht es Sinn, etwas zu warten, bis der Toleranzrahmen größer wird. Wollt ihr weitermachen? Los geht's! Die erste Testversion der Suchmaschine Google geht online.
habe noch nie mal... Keine Ahnung, wann das war. Ernsthaft nicht. Ja, das ist 2009. Oder 98. Keine Ahnung. Ich meine, Google hätte jetzt irgendwie Geburtstag gehabt vor kurzem. Ich weiß es aber wirklich nicht. Ich weiß es auch nicht. Gut, das war richtig. Okay, war genau richtig. Ich wusste das wirklich. Das ist ganz falsch. Das war jetzt mies. 98 war es tatsächlich, okay. Ich hatte es tatsächlich irgendwie gedacht, dass es mir 2028 war. Dass die 10 oder 20-Jährige sagen. Ich hatte mal gedacht. In Vancouver, Kanada, wetteifern Wintersportler bei den Olympischen Winterspielen um Medaillen. Gut, dass es 2002 war. Oh, 2010. Das ist ganz falsch. Nicht das jetzt. Es geht weiter. Es wird spannend. Steffi Graf gibt bekannt, dass sie ihre Tenniskarriere beendet. Für mich tatsächlich uninteressante Sportarten. Fußball könnte ich sofort sagen, aber nicht sowas. Ich weiß es nicht, wann die es gemacht hat. Ich vermute wie 2003, 2004... Ich sag einfach spontan 2004. Das passt. 1999. Okay, ich hätte 2004 jetzt gedacht, aber... Die Antwort ist richtig. Das war einfach nur spontan. Ich bin richtig stolz auf mich. Deswegen war okay, dass ich auf 2003 gegangen bin. Jetzt werdet ihr bald ins Schwitzen kommen. Der Abriss der Berliner Mauer beginnt. Das war 1990, vermute ich mal. Irgendwie, dass das ein Jahr später war, als der Mauerfall selber. 1990. Perfektes Datum getroffen. Wunderbar. Ein Jahr Klasse. Nach dem Mauerfall. Das war richtig. Ist mit dem Mauer gefallen. Das kann ich. Perfekt. 3-2. Nur 3 Punkte, liebe Leute. Dann haben wir das Ding gewonnen. Na, man kann da jetzt auch eine Wissenschaft draus machen. Kann sich noch jemand an Ringing the Bull erinnern? Bitte nicht. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Infolge eines Erdbebens verursacht ein Tsunami eine Naturkatastrophe, bei der das japanische Atomkraftwerk Fukushima zerstört wird. War das nicht 2014? Hä? Fuck, 2011 war das. Scheiße, das war unnötig. So nicht. Ich dachte, das ist einfacher. Ich war auf falsche Datum drin. Scheiße, Mann. 2011 war das. Mann, oh Mann, oh Mann. Das läuft doch ganz gut. 3-3. Nächste Frage, bitte. Sacha Baron Cohen ist für seine abgedrehten Figuren bekannt. In diesem Jahr versucht er sich als Machthaber in Der Diktator. Versuche 2009. Oder so weit. Deswegen muss ich so weit fahren. Aber ich sag 2010.
Scheiße, ich wollte ein bisschen drauf. 2012. Oh, egal. Ja, wäre richtig gewesen 2010. Also 2012 war es, aber ich hätte 2010 jetzt getippt. Aber ist egal. Da ist Jacke wie Hose. Wir haben noch den Punkt. Das ist das Wichtigste. 4-3, liebe Leute. Noch zwei Punkte. Angela Merkel wird von dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin Time als Person of the Year ausgezeichnet. Oh, keine Ahnung. Ich vermute es irgendwie 2012. Das war wichtig. Das war Klasse. Richtig wichtig. Das war richtig. Das mache ich gleich nochmal. Ein bisschen gezögert haben. So, ein Punkt noch, liebe Leute. Wenn dann gehört uns seid, die könnt ihr Show. Noch raten. Und unser Spiel geht weiter. Microsoft veröffentlicht sein Betriebssystem Windows 8. Boah, keine Ahnung, Mann. Oh, Mann. 2010 oder so. Das ist meine Vermutung. Dafür, dass es eigentlich mal zwischenzeitlich nicht wirklich gut aussah. Wir haben gewonnen. 2012 war es und damit ist die Schuld ausgereicht. Mensch, bin ich froh. Wir haben gewonnen, liebe Leute. Wir haben eine Show gewonnen. Wir haben die Show gewonnen in Spiel 15. Gut gemacht, Philipp. Ja, Yvonne war aber gut, muss man sagen. Sie hatte zwischenzeitlich als ihre Momente gehabt. Den Punktestand überprüfen. Und damit hast du das Thema gegessen. 0-4-14 haben wir verkackt, aber sonst haben wir die letzten 5 Spiele gewonnen. Von Spiel 8 haben wir nur 2 Spiele verloren. Und damit ist das Thema gegessen. 75-45. Dankeschön, liebe Leute, für dieses etwas kürzere Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir sehen uns demnächst wieder mit Pokémon Let's Go Evoli auf jeden Fall auf meinem Kanal. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Und ja, bis dahin und tschüss. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich hoffe, dass ihr morgen wieder einschaltet in meinem Kanal. Bis dann. Tschüss. Fantastisch. Was für ein Sieg. Gratulation, Philipp. Danke, danke, ich bin sehr gerührt. Schwamm drüber. Kann nicht immer alles klappen. Yvonne. Nächstes Mal wird's besser. Das war wieder eine einzigartige Show mit vielen Überraschungen. Danke.